Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Jod im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft unverzichtbar ist. Aber wieso eigentlich? Ganz einfach, das Spurenelement ist super wichtig für die Funktion eurer Schilddrüse. Es trägt zum Aufbau von Schilddrüsenhormonen bei und unterstützt auch die Funktion der Schilddrüse im Allgemeinen. Und das ist deswegen wichtig, weil das wiederum Einfluss hat auf Hormone, die wichtig sind für eure Fruchtbarkeit. Gute Jodquellen sind Seefisch, jodiertes Speisesalz oder auch Algen. Auch Brokkoli, Champignons und Spinat enthalten Jod, allerdings deutlich weniger als zum Beispiel Seefisch. Wie schon gesagt, Jod ist wichtig für die Schilddrüse und damit für euren Kinderwunsch, aber auch ganz wichtig in der Schwangerschaft. Euer Baby produziert bereits ab der 10. Woche selbst Schilddrüsenhormone und dafür benötigt es Jod. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr schon vor der Schwangerschaft darauf achtet, Jod zu euch zu nehmen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt dein täglicher Jodbedarf bei 200 Mikrogramm pro Tag. Deswegen enthält Babyforte Kinderwunsch bereits 150 Mikrogramm Jod. Aufgepasst! Solltet ihr aufgrund einer Schilddrüsenfehlfunktion auf zusätzliches Jod besser verzichten, gibt es sowohl die Kinderwunsch- als auch die Schwangerschaftsvitamine von Babyforte auch extra ohne Jod.